Am Anfang war die Musik. Und doch hat sich Ben Blaskowitz später dazu entschieden, Schauspieler zu werden. Als solcher ist der 29-jährige Tegernseher auch recht erfolgreich. Er hat schon beim Bergdoktor mitgespielt, bei Rosamunde Pilcher, Soko 5113, Hubert und Staller. Er war auf dem Traumschiff, ist bei den Rosenheim-Cops zu sehen und zuletzt bei Lifelines. Seine musikalische Seite hat er mit 3 Songs auf der 2015 erschienenen EP Rusty Waters bereits angedeutet. Jetzt sind es immerhin 6 Lieder auf dem Album Those Who Dig. Und das hat Ben Blaskowitz in München im Rahmen eines Release-Konzerts vorgestellt. Lass uns ganz viel Spaß haben. Geil. Wenn man sozusagen seine eigenen Songs, das, was man in diese eigenen Songs reinsteckt von sich selber, wenn man das rausbringt und den Leuten sozusagen vor den Latz wirft und vor 200 Leuten präsentiert, das ist sehr, sehr aufregend, weil du natürlich auch gar nicht weißt, wie die Leute darauf reagieren werden und was die Leute von deiner Musik halten, ob es die Leute berührt, ob sie nicht berührt, ob sie gleich wieder abhauen. Und das ist ja dann schon sehr persönlich auch, weil es ja von dir selber kommt. Smiling along in misery, playing lonesome lullabies. Oh, who am I? Who are you? Who are we? Kill the truth, but to rival the war. Das ist mega aufregend. Und das ist natürlich auch eine riesige Vorbereitung. Wir haben uns jetzt also von dem ersten Ton eigentlich, den wir auf CD aufgenommen haben, bis zu dem Konzert heute, ist ein Dreivierteljahr vergangen und ist natürlich auch mit viel Proben verbunden. Und das mag jetzt heute alles raus. Das ist ein richtiges Paket, was man dabei hat und es will jetzt hier explodieren und raus. I don't need you in my life. Hast du den Ben eigentlich schon mal gehört, wenn er Musik gemacht hat, zum Beispiel am Set, in Drehpausen? Ich habe den Ben schon mehr als einmal Musik machen gehört. Du wirst lachen, das ist wirklich vor ein paar Wochen passiert, da saßen wir in der Maske, eine Kollegin und ich, und haben uns natürlich gelangweilt, weil wir sitzen eine Stunde da und die Männer gehen nur rein, 10 Minuten, dick, 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 raus, rein, raus. Und Ben war auch dabei und dann haben wir gesagt, Mensch, kannst du uns nicht was spielen? Zufällig hat er die Gitarre dabei und hat uns da improvisiert, schon chillig in der Maske ein bisschen, hat uns unterhalten. Man muss bei Ben davon ausgehen, dass er in den Drehpausen einfach mal anfängt, Musik zu machen. Oder auch an so komischen Orten, du sitzt im Auto und wartest irgendwie, dass du nach Hause fährst und auf einmal fängt er an, irgendwelche Lieder zu dichten. Ja, das macht er gern anscheinend. Der Ben und du, ihr habt ja viel gemeinsam. Ihr seid beide Schauspieler, ihr seid aber auch beide Musiker. Du bist bei der Soko München, er ist bei den Rosenheim Cops. Packst du auch manchmal in Drehpausen die Gitarre aus? Ja, logisch. Macht Spaß, entspannt, man schreibt neue Lieder. Macht er das? Weiß ich gar nicht, macht er das? Super, super Mann. There's a fire in your heart. As a cold cowboy stories of the good times, of the wrong turns, of a whole nation waiting for answers. Die neue CD heißt Those Who Dig. Heißt sowas wie diejenigen, die schaufeln. Klingt auf Deutsch ein bisschen Banane, aber hat den Sinn. Also ursprünglich hat es eigentlich
den Sinn, dass wir ein Zitat gefunden haben von Clint Eastwood, der gesagt hat, you know my friend, in this world there are two kinds of people. Those with loaded guns and those who dig, you dig. Und das finde ich ein sehr interessantes Zitat hinsichtlich meines ersten Songs auf der CD, Cowboy Stories, in dem es darum geht, dass wir im Grunde als Menschheit uns immer sehr, sehr schöne Dinge aufbauen, zum Beispiel auch in Beziehungen, und sie selbst wieder zerstören, wenn sie am schönsten sind. Und das passiert im Kleinen, in Beziehungen, das passiert aber auch im Großen, in der Weltpolitik und auch hier in Bayern, auch in München bei uns. Und das fanden wir eben ein ganz schönes Zitat von Clint Eastwood, und deswegen heißt es hier Those Who Dig. Mit 4 habe ich schon auf den Kochtöpfen meiner Mutter rumgeschlagen. Also ich habe wirklich aus der Küche die Kochtöpfe rausgeholt und habe mir dann so Kochlöffel genommen, habe Schlagzeug gespielt und dann habe ich Schlagzeug gelernt. Und mit 8 ungefähr habe ich dann Gitarre spielen angefangen und gelernt, mir dann auch ein bisschen selbst beigebracht im Laufe der Zeit. Mein Bruder ist Gitarrist. Und dann habe ich während der Schulzeit auf dem Gymnasium Miesbach, ich glaube in 5 oder 6 Bands gespielt. Indie-Rock-Band, Orchester, Jazz-Kombo, Big Band, und habe eigentlich mehr Musik gemacht, als ich gelernt habe. Hat funktioniert am Ende mit dem Abi. Und dann habe ich mich entschlossen, Schauspieler zu werden. Habe ich erstmal meinen ganzen Fokus auf die Schauspielerei geworfen. Habe aber im Laufe der Zeit auch eigene Songs geschrieben. Auch dadurch, dass ich eben mich als Schauspieler weiterentwickelt habe. Das ist ja auch eine sehr, sehr persönliche Arbeit, wo du sozusagen in deine eigenen Eingeweide greifst und Emotionen rausholst, Dinge aus deiner Vergangenheit rausholst und die zu Papier bringst. Und da habe ich dann eben viele neue Songtexte geschrieben und Liedideen gehabt und dann die erste CD aufgenommen vor 3 Jahren. Walking in circles. Walking in circles. Walking in circles.